Die Wahl in den USA ist in diesem Börsenjahr ganz sicher eines der zentralen Ereignisse. Selten war die Auswahl der Kandidaten so bunt wie diesmal. Und ganz entscheidend, nicht nur für die Wall Street, wird ganz sicher sein, wer letztendlich ins Weiße Haus einzieht. Welche Folgen die US-Wahl insgesamt für die Märkte weltweit haben könnte, darüber wollen wir heute sprechen mit Dr. Hendrik Wolf von der Wolf & Hecker Finanz Consulting AG hier aus Stuttgart. Herr Wolf, grundsätzlich ist es immer so, dass eine Präsidentschaftswahl den Ausgang an der Börse maßgeblich beeinflusst, so auch in diesem Jahr? Ja, es ist natürlich das große Medienthema in den USA. Hängt sicher auch damit zusammen, wie das Ganze stattfindet. Die Vorwahlen, die jetzt begonnen haben, die sich über Monate hinziehen, dann der Wahlkampf selber, so im Herbst. Das heißt, das ganze Jahr hindurch wird praktisch gefiebert, wird sehr stark in den Medien darüber berichtet und wird natürlich auch in den Medien sehr viel Wahlkampf gemacht. Mittlerweile ist ein Milliardenmarkt allein der Wahlkampf. Von daher wird sicher auch wieder ein wichtiges Thema an der Wall Street sein. Wie beeinflusst eine solche Präsidentschaftswahl letztendlich tatsächlich die Börse? Ja, es ist komplizierter, als man zunächst denkt. Man hat zunächst mal lange Zeit gesagt, die Republikaner sind etwas besser für die Wall Street, weil sie ein paar wirtschaftsfreundlicher sind, weil sie teilweise eher dem Freihandel zugeneigt sind, eher für Deregulierung stehen. Aber wenn man sich mal Kursentwicklungen in der Vergangenheit anschaut, so waren die Unterschiede doch wesentlich geringer zwischen jetzt republikanischen Amtszeiten und demokratischen Anzeichen. Also es sind meistens die Unterschiede doch geringer, als man es zunächst mal erwartet. Sie haben es angesprochen, man geht grundsätzlich tatsächlich davon aus, dass eigentlich ein republikanischer Präsident grundsätzlich besser ist für die Wirtschaft. Das lässt sich aber in der Empirie gar nicht so wirklich beweisen, oder? So ist es. Und gerade auch wenn man sich dieses Jahr anschaut, bekommt man weitere Zweifel. Weil auf republikanischer Seite doch noch eine Vielzahl an Bewerbern im Rennen sind, teilweise protektionistisch, teilweise einfach wenig einstufbar. Wenn man sich jetzt Donald Trump anschaut, ein Milliardär, wo man vielleicht sagen würde, dass dem sowas mag die Wall Street, dass jemand aus dem Unternehmerischen sich in die Politik begibt, der allerdings von seinen Aussagen doch sehr populistisch und wirtschaftspolitisch bisher eigentlich kaum klare Zeichen setzt. Die anderen Bewerber bei den Republikanern noch schwer einzuschätzen, ein Ted Cruz, ein Marco Rubio, wo man noch eigentlich wenig weiß, was sie wirtschaftspolitisch machen. Von daher kann es durchaus sein, dass die Wall Street eher sogar auf die andere Seite geht. Da deuten sie auch etwas die Wahlkampfspenden darauf hin, nämlich dass im Duell auf der demokratischen Seite zwischen Bernie Sanders und Hillary Clinton doch Frau Clinton sehr stark von der Wall Street favorisiert wird, die ja von ihrer Wirtschaftspolitik im Grunde genommen bei Republikanern wie auch Demokraten sein könnte. Sie haben es nun am Rande bereits angesprochen, unabhängig davon, ob ein Demokrat oder ein Republikaner letzten Endes ins Weiße Haus einzieht. Selten zuvor hat die Person, die ins Weiße Haus einziehen könnte, eine so große Rolle gespielt, oder? Ja, so ist es tatsächlich, weil auch die Unterschiede schon sehr stark sind. Man stellt sich allein mal vor, es käme tatsächlich zu einem Duell Donald Trump gegen Bernie Sanders. Das wären Unterschiede, wie wir sie wahrscheinlich wirtschaftspolitisch noch ganz selten gehabt haben. Auf der einen Seite ein Milliardär mit großen Sprüchen, auf der anderen Seite ein Sozialist, wahrscheinlich wäre bei uns eher Sozialdemokrat, aber jemand, der nun doch klar sagt, ich will umverteilen von oben nach unten, ich will Steuern erhöhen, ich will die Börse stärker belasten und ich will Renten, Sozialleistungen und so weiter erhöhen. Das wäre natürlich schon ein ganz extremes Duell, was auch die Wall Street in Amerika so bisher noch nicht hat. Wo liegen aus Ihrer Sicht aktuell die größten Chancen bzw. die größten Risiken an den US-Börsen? Ja, man kann es eigentlich sehr stark an der Konjunktur festmachen. Das, was in den letzten Wochen die Kurse ja auch stark gedrückt hat, waren vor allem Befürchtungen. Befürchtungen, was China angeht, was den asiatischen Raum angeht. Befürchtungen natürlich auch, was mittlerweile das Thema Fracking, Ölpreisen und so weiter angeht, dass die USA, die mittlerweile Rohstoffe exportiert, natürlich immer stärker auch davon abhängt, wie gut läuft diese Branche, wie gut läuft die Ölbranche, wie gut funktioniert das Fracking. Das ist auf der einen Seite ein großes Risiko, gerade wenn dann negative Meldungen kommen. Auf der anderen Seite natürlich auch die Chance, die daran liegt. Wir haben Chancen für den Konsum aufgrund der niedrigen Ölpreise, aufgrund der niedrigen Inflation, aufgrund einer doch sehr moderaten Zinspolitik. Von daher auf der Konsumseite natürlich eine ganze Menge Pluspunkte. Eine etwas polemische Frage zugegeben. Ist es am Ende überhaupt entscheidend, wer ins Weiße Haus einzieht? Wirtschaftspolitisch entscheidend, denn Wirtschaftspolitik wird doch grundsätzlich eigentlich nur von der Fed gemacht. Und hier wird eine Zinsanhebung erstmal weiter nach hinten verschoben, oder?
So wird es wahrscheinlich sein. Es ist tatsächlich so, dass der Einfluss eines Präsidenten auf das, was an der Wall Street passiert oder was in der Wirtschaft passiert, kleiner ist, als man zunächst mal denkt. Wenn man sich überlegt, Obama, der nun 8 Jahre lang Präsident war, hat im Bereich Gesundheitspolitik gewisse Reformen auf den Weg gebracht. Aber das ist nun auch nicht so was, dass man sagt, es hat die Wirtschafts- und Finanzpolitik völlig umgestürzt. Ein Präsident, selbst wenn er 8 Jahre im Amt ist, hat nur sehr begrenzt Möglichkeiten. Und von daher wird die Wall Street wahrscheinlich auch, egal wer Präsident wird, weiterhin auf die Zinsen schauen. Das wird ein spannendes Thema sein für dieses Jahr, aber es wird sicher nicht das einzige Thema sein. Was bedeutet jetzt schlussendlich, Frage aller Fragen, das alles, was wir eben erörtert haben, für den Privatanleger? Ja, man muss in unseren Augen eindeutig unterscheiden zwischen dem kurzfristigen, dem Spekulanten. Der kann eher jetzt auch noch mal short gehen, der kann den Abwärtstrend, den wir einfach haben seit einigen Wochen, nutzen, kann Erholungsphasen auch nutzen, um noch mal praktisch auf fallende Kurse zu spekulieren. Auf der anderen Seite der Investor, der einen gewissen Betrag langfristig anlegen möchte, für den sind wir der Meinung, ist es durchaus ein ganz guter Zeitpunkt, um einen US-Aktienanteil aufzubauen. Der Dollar ist etwas zurückgekommen gegenüber dem Euro. Gleichzeitig sind die Bewertungen auch nicht so astronomisch hoch, sind auch etwas zurückgekommen. Da jetzt die Chance zu nutzen, auf sich der nächsten Jahre einen Teil in US-Aktien aufzubauen, ist sicher nicht die schlechteste Lösung. Eine Einschätzung von Professor Dr. Hendrik Wolf von der Wolf & Hecker Finanzconsulting AG hier in Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch.